Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, wir kommen nun aus dem Buch Schritte durch die Bibel zu Teil 197. Maria salbt Jesu Füße aus Johannes 12. Prüfet alles und das Gute behaltet. Schlüsselvers, Leitvers aus 2. Thessalonicher 1,12, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde in euch und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Johannes 12, Vers 1. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene, war, welchen Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihn nun daselbst ein Abendessen, und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Er sagt nun von seinen Jüngern, einer von seinen Jüngern, Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn überliefern sollte, warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagt dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses bewahrt zu haben, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Eine große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er daselbst sei, und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen, welchen er aus den Toten auferweckt hatte. Die Hohenpriester aber ratschlagten, auf dass sie auch den Lazarus töteten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesum glaubten. Matthäus 26, Vers 6 bis 13. Als aber Jesus in Bethanien war und im Hause Simon des Aussätzigen, kam ein Weib zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarer Salbe hatte, und goss es aus auf sein Haupt, als er zu Tische lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Denn dieses hätte um vieles verkauft und den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was machet ihr dem Weibe Mühe? Denn sie hatten ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn indem sie diese Salbe über meinen Leib geschüttet hat, hat sie es zu meinem Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo irgend dieses Evangelium gepredigt wurde, werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was diese getan hat. Zu ihrem Gedächtnis. Römisch 1, Bethanien. So wie Kapernaum in Galiläa, war auch Bethanien in Judäa ein Ort besonderer Geschehnisse und Segnungen im Leben des Herrn Jesus Christus. Es war ein Ort des Dienstes und der Unterweisung, des Todes und der Auferstehung, der Gemeinschaft und Anbetung, des Segens und der Erhöhung. Zweitens. Wir wissen von anderen Orten und Häusern, die ihn aufnahmen und kennenlernten, als den, der umkehrwilligen Sündern vergibt. B. Als den, der die Verlorenen sucht und errettet. C. Als den Arzt der Kranken. D. Als den, der vom Tode erweckt, E. Als den, der dem Mangel abhilft, F.
als den Gastgeber der Seinen, G als den Freund, H als den, der die Schriften erklärt, I als den Auferstandenen. Drittens, noch heute steht er vor den Herzenstüren der Menschen, wo er auf vielerlei Weise anklopft und Einlass begehrt. Entschuldigung, ich lese den Satz nochmals. Drittens, noch heute steht er vor den Herzenstüren der Menschen, wo er auf vielerlei Weise anklopft und auf Einlass wartet. Römisch 2, das Abendessen. Es fand im Hause Simons des Aussätzigen, eines von ihm gehalten, in Bethanien statt und wurde ihm zu Ehren bereitet. Ein schönes Bild für das Mahl, zu dem sich die Gläubigen in seinem Namen versammeln, um seiner zu gedenken und ihn anzubeten. Er war in Bethanien der Erste und der Geehrte und sie hatten allen Grund, ihn zu lieben. Zweitens, die Gäste. Sie, die seine Freunde waren, lagen mit ihm zu Tisch. Lazarus war einer von ihnen, Martha diente. Welch begehrenswertes Ziel, Glied dieser Festgemeinde zu sein, vor ihm zu erscheinen und mit ihm Tischgemeinschaft haben zu dürfen, ihn anzusehen und hören, mit ihm reden, ihn ehren und ihm dienen zu dürfen, in seiner Gegenwart bei ihm zu sein. Drittens, die Salbung des Herrn. Erstens, Maria liebt den Herrn Jesus. Zweitens, sie bringt ihm ihren kostbaren Besitz. Liebe wird am Opfer gemessen. A. Gott liebte die Welt und gab seinen eingeborenen, geliebten Sohn. B. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. C. Woran wird das Opfer meiner Liebe zu ihm messbar? Drittens. Sie legt ihm ihre Ehre zu Füßen, indem sie seine Füße mit ihren Haaren, ihre Ehre, trocknet. Viertens. Sie erfüllt das Haus mit dem Duft der Salbe, ein Bild für die, die von Herzen kommende Anbetung. Fünftens. Sie versteht seine Worte, die ihr Tun deuten, denn sie hat von ihm gelernt. Matthäus und Markus berichten, dass sie sein Haupt salbte. Dies war eine Ehre, die jedem geladenen Gast zustand. Ihre Unterlassung bedeutet eine Kränkung. Johannes führt an, dass sie darüber hinaus auch noch seine Füße salbte, die in Lukas 7, 37 bis 15 bis 50 berichtete Fußsalbung geschah in Galiläa und zu einem früheren Zeitpunkt. Da ein Einschub über Narde. Narde, eine aromatische Flüssigkeit aus Wurzel und Stängel eines Baldrian-Gewächses, das im Himalaya in 3500 bis 5000 Meter Höhe gefunden wird. Als Handelsartikel aus Indien war sie schon zur Zeit Salomos in Israel bekannt, liest Hohelied 1, Vers 12, Hohelied 4, Vers 13. Vermischt mit anderen Substanzen wurde sie als Wasser, Öl oder Salbe in Alabasterflaschen gehandelt. Der hohe Preis war durch den weiten Handelsweg bedingt. Ein Denar entsprach dem Tageslohn eines Arbeiters. Ein Pfund, römisches Pfund, gleich 327 Gramm. Alabaster, weißer, feinkörniger Gips, der sich leicht bearbeiten und polieren lässt. Er wurde unter anderem zu henkerlosen Salbengefäßen verarbeitet, deren durch Ton und Wachs verschlossene Hals man beim Verbrauch der Salbe abbrach. Schön da diese Skizze. Viertens, der Unwille.
Fleischliche Gesinnung kann den Wert wahrer Gottesdienstes nicht würdigen. Erstens, Pharao, ein Bild Satans, sagt, ihr seid träge. Zweitens, der natürliche Mensch sagt, wozu diese Verschwendung? Drittens, der Mensch unter Gesetz nennt es Sektiererei. Und doch ist es die höchste Berufung aller Knechte Gottes. Allerdings müssen wir verstehen, dass die Schrift unter Gottesdienst nicht nur die Zusammenkünfte der Gemeinde zur Anbetung und Wortverkündigung meint, sondern das ganze Leben des Gläubigen. Gottesdienst ist auch das, was mit christlicher Ethik bezeichnet wird, und anschließend wird der vernünftige Gottesdienst von Römer 12, 2 bis Römer 15, Vers 13 dargestellt. So wie sich auch in den übrigen Apostelbriefen an den Lehrteil die praktischen Ermahnungen anschließen, die unser Leben als Christen, das ist unseren Gottesdienst, ausmachen. Weitere Schriftstellen, die durch unterschiedliche Ausdrucksweise den Begriff Gottesdienst erläutern. Philipper 1, 27, der Gottesdienst des Glaubens. Philipper 3, 3, der Gottesdienst im Geist. Philipper 4, die Gabe, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Jakobus 1, 27, der reine und unbefleckte Gottesdienst. 1. Petrus 2, 5, die geistlichen Schlachtopfer werden von 2 Vers 11 bis Ende des Briefes beschrieben. Fünftens, die Würdigung. Verse 7 bis 9 und Matthäus 26, Vers 10 bis 13. Erstens, die Bewertung. Sie hat getan, was sie konnte. Gott wertet unseren Dienst und unsere Gabe nicht nach ihrer Größe und Höhe, sondern a. prozentual nach unserem Vermögen, b. nach unserer Herzenseinstellung, gut oder böse. Einen fröhlichen Geber liebt Gott, c. nach Treue und Fleiß, böser und fauler Knecht, in Matthäus 25, Vers 23 bis 26. Es liegt in unserer Hand, ob uns dieser Vorwurf erspart bleibt. Zweitens, die Ehrung. Er verewigt ihren Ruhm, indem er ihre Tat an die Verkündigung seines Evangeliums knüpft. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wie immer hat das wunderbar unser Bruder Antonino grafisch aufbereitet aus dem Buch, das leider in deutscher Sprache vergriffen ist, von Alfred P. Gibbs, Schritte durch die Bibel. Im Herrn Jesus Christus wünsche ich euch allen einen wunderbaren Tag. Hier will ich folgen, wohin.